Hallo und herzlich willkommen bei Kätzchen Gut. Ich bin namens Simschimschek und es geht heute darum, dass ich eine neue kleine Babykatze habe. Also das ist jetzt mehr ein kleines Kitten. Das Kitten ist genauso groß wie die Kitten von Zongül. Also wie alt jetzt genau die Kitten von Zongül sind, muss ich nachschauen. Auf jeden Fall in dem Alter. Der hat auch die gleiche Größe. Und das Kitten wurde mir heute in der Mittagszeit gebracht. Ich habe einen Meister, der hat einen Spitznamen Schwamm und der hat mich heute angerufen und der hat mir gesagt gehabt, dass es hier eine Katze gibt mitten auf der Straße, dass die ganz alleine hier herumschreit und dass die halt auch die Mama nicht in der Nähe ist. Ja, und dann habe ich ihm halt gesagt gehabt, warte ein bisschen, ob die Mama wirklich kommt oder ob die Mama da ist oder ob die Mama nicht da ist. Ja, und dann hat er mir gesagt gehabt, dass das Auge auch sehr krank ist von dem, dass sein Auge hat, was zu ist. Ja, wenn man dann hört, dass es ein Auge zu hat, dann heißt es das natürlich, dass halt sicherlich das Augenherpes. Und ich habe ja schon sehr große Erfahrung mit dem Augenherpes und ich weiß, wenn man das nicht behandelt, was da mit dem Kitten passieren kann. Das haben wir ja bei der Prinzessin das Ergebnis gesehen oder bei Songül, wo man ein Auge retten konnte oder bei dem Pirat, wo man auch nur ein Auge retten konnte, also wenn sie das Augenherpes haben und es ist nicht behandelt, es wird nicht behandelt und es bleibt zu, dann kann es halt sein, dass das Auge nicht mehr gesund wird und dass das Auge auch blind bleibt oder dass man zu spät bleibt bei der Behandlung, sodass das Kitten dann lebenslang blind bleibt oder ob es dort eine Lösung gibt, weiß man nicht. Bei Großinfektionen ist ja schon der Augapfel schon so gut wie weg, so wie bei der Prinzessin. Das rechte Auge, deswegen kann man auch bei der Prinzessin beim rechten Auge nichts mehr tun. Beim linken Auge wechselt das Augenherpes immer wieder nach. Ja, und nachdem er halt der Kollege, der den Spitznamen Schwamm hat, mir gesagt hat, dass es halt ein sehr krankes Auge hat, dann habe ich gesagt, bring mir bitte sofort die Katze vorbei, ich muss mir das Auge anschauen. Ja, und dann kam er halt mit dem Kitten in einem Karton und zuerst hieß es ja, dass das Kitten vielleicht eine Woche alt ist und so. Die kennen sich ja nicht aus. Wenn man da sieht, dann, wenn man nichts mit Kitten zu tun hat, dann kann man das auch nicht einschätzen. Es kamen auch schon mal Leute vom Laden, da hatte ich eine Katze, die ist 6 Wochen alt und die haben auch gefragt, ist die einen Tag alt? Also wenn man sich mit Tieren nicht beschäftigt und noch nie so ein kleines Kitten gesehen hat, dann weiß man auch natürlich nicht, wie alt das ist, ne? Ja, auf jeden Fall hat mir dann der Schwamm das Kitten gebracht und das war in der Mittagszeit und ich konnte gerade nicht weg vom Laden. Und dann habe ich das Auge erstmal angeschaut und ich habe gesehen, dass der Augapfel schon sehr beschädigt ist bei der kleinen Baby. Dass praktisch schon das Fleisch zu sehen ist auf dem einen Auge. Ich habe das sauber gemacht, ich habe da Augentropfen reingemacht, aber ich habe das halt nochmal zum Tierarzt geschickt mit meinem Fahrer und mit meinem Verkäufer, weil die hatten in Tetriengül um 14 Uhr eine Ehringübergabe. Ich bin ja auch ich bin ja auch die meiste Zeit im Laden und ja, und dann wie gesagt, dann hatten wir eine Ehringübergabe in Tetriengül und dann ist das ja auch ein Weg fast vom Tierarzt. Ja, und dann haben sie das Baby gleich mitgenommen. Ich habe gesagt, gib das beim Tierarzt ab. Ich sag da Bescheid, was da gemacht werden soll und das weiß auch der Tierarzt, wenn er sich das anschaut, was da ist. Und auf dem Rückweg holt er dann die Katze wieder ab, ne? Weil bis man nach Tetriengül hin und zurückfährt und die Ehringe übergibt, die wir bei mir im Laden in meinem Juwelier verkauft haben, dann geht er auch eine halbe Stunde weg und bis dahin ist das Kitten schon vom Tierarzt kontrolliert worden. Ja, und dann habe ich mit dem Tierarzt telefoniert und er hat mir dann auch gesagt gehabt, dass das Auge definitiv nicht mehr zu retten ist. Dem Tier geht es im Allgemeinen gut und sobald es dann später mal kastriert wird, wird dann das Auge rausoperiert, es wird zugenäht. Dann leider kann man das Auge von dem kleinen Kitten nicht mehr retten. Das war schon zu krank. Also laut meinen Einschätzungen ist man dort 4, 5 Tage zu spät, hat man das Kitten gefunden. Ja, und dann habe ich halt ihm gesagt gehabt, ja, was soll man jetzt machen? Die haben das Kitten wieder mit zurückgeschickt, denn wie gesagt, man konnte halt der Kitten nicht mehr mit dem Auge weiterhelfen. Ja, und dann war das Kitten bei mir im Laden und es hat sicherlich eine Mama irgendwo, aber
ist es ja auch nicht mehr das Kleinste und es muss auch bald operiert werden an dem Auge und es hat auch die Infektion im Auge und das muss behandelt werden. Und ich kann natürlich nicht so ein Kitten einfach wieder dort aussetzen, wo es gefunden wurde, auf der Straße. Also ich habe zu dem Kollegen Schwamm nicht gesagt, hier nimm es wieder mit und setz es wieder da aus, wo du es gefunden hast. Ich habe gesagt, dann bleibt die jetzt bei mir und ich werde mich um das Kitten kümmern, ich werde es aufnehmen, ich werde es großziehen und dann hat es halt ein Auge in seinem Leben. Was soll man da machen? Weil man kann ja das andere Auge nicht mehr retten, ne? Und daher habe ich das Kitten aufgenommen und das ist jetzt hier bei mir. Im Laden hat es erstmal so einen scheuen Eindruck gemacht, es hat sich nicht so wohl gefühlt, aber nachdem es hier zu Hause war und es hat dann hier, wo ich da gesehen habe, es hat sich sehr an Songül rangemacht, sag ich mal so. Es war immer in der Nähe von Songül und die Songül hat ja auch nichts dagegen. Und ich hoffe, der frisst auch und der wird dann auch so schnell wie möglich einigermaßen gesund und dass das andere Auge gesund ist, hat auch der Tierarzt gesagt und wir hoffen, das bleibt auch gesund, ne? Ja, Songül, ihre Kitten und die Notfallkitten, die waren heute Morgen beim Tierarzt und die haben alle nochmal Pilzmedizin bekommen und es haben auch zwei, drei der Kitten leicht Schnupfen und die bekommen jetzt in der Früh und am Abend jeweils zweimal täglich ein Getränk gegen Schnupfen, aber wenn ich das schon drei gebe, dann gebe ich es gleich allen acht, denn es kann sicherlich sein, dass sie sich dann gegenseitig anstecken, wenn die jetzt Schnupfen haben, aber das Ganze schauen wir uns dann jetzt auch alles an, ne? Denn die sind noch gerade am Spielen. Ich habe sie halt rausgelassen und hier sieht man die Songül. Hier sieht man die Bunte. Und die Kitten haben auch alle gefressen. Die Katzen. Da sieht man unsere Elif. Hier sieht man Stiefkitten. Was ist Emino? Der Pelle, dem passt es nicht, dass die Kitten da sind. Der Pelle, raus mit dir, du kleiner Warmduscher. Dich habe ich auch bekommen, als du so ein kleines Baby warst. Wo seid ihr alle hin? Ihr habt eben alle so schön gespielt. Man hat euch bis da oben und bis da oben hingehört. Nun schaut mal. Die haben auch jetzt ein XXL-Klo bekommen. Ich habe heute auch ein neues Klo gekauft. Für die Katzen, für die Kitten. Denn das andere war schon viel zu klein, auch wenn ich es zweimal täglich sauber mache. Das war viel zu klein. Und schaut mal, da sieht man noch, dass sie eingesprüht waren. Und da hat auch eins gerade genießt. Und schau mal, das ist der neue. Ohne Auge, der arme Spatz, seht ihr das? Da sieht man den. Der ist also wie gesagt ungefähr so groß wie die Kitten von Songül. Schau mal, da sieht man den armen kleinen Spatz. Er tut mir so leid mit seinem einen Auge jetzt. Aber der hat immerhin ein gesundes Auge. Aber sein linkes Auge, von mir aus gesehen, das rechte kann man definitiv nicht mehr retten. Was mir auch sehr leid tut, aber ich werde da trotzdem Augencreme reinmachen, damit die Infektion halt nicht schlimmer wird. Und du bist auch nur mit einem Auge ein sehr schönes Tier. Und du hast hier ein sehr tolles Zuhause, das verspreche ich dir. Mit den ganzen Kitten hier. Na, was schimpft hier? Was schimpft ihr Babys von Songül? Na, was ist? Was schimpft ihr? Was? Was ist, ihr kleinen Babys? Ja, und Songül sammelt jetzt auch die Kitten ein. Sie ruft sie. Und das Mini-Pirat, das ist so ein süßes Tier. Schau mal, der kommt nicht mal da hoch. Der Satellitengucker. Wo willst du hin, Baby-Pirat? Und du, Emino?
Was rufst du? Was rufst du, mein Schatz? Hier sind noch die Kinder. Hier sind noch die Kinder, Babypirat. Babypirat, sorry, ich bin mein Baby-Emino. Und was willst du von meinen Schuhen? Du kleines, süßes Baby. Und Babypirat ist auch da. Songül, ich tu mal das neue Baby zu dir. Das starrt da durch die Luft, das arme Tier. Mit seinem einen Auge. Songül, psst, psst, psst. Ich wollte es dir gerade geben. Ach, jetzt ist sie rausgegangen. Ich wollte es ihr gerade geben. Der Songül. Und du verlässt hier mal schnell die Tür. Weg da, weg, weg, Bunte. Du brauchst da nicht die Tür zu blockieren, dass Songül nicht rein kann. Jetzt ist Songül wieder drin. Was ist Emino? Was ist Baby Emino? Dir konnten wir dein linkes Auge noch retten. Ich meine, Songül ruft die Babys raus. Seht euch das mal an. Songül, das kannst du vergessen. Songül, vergiss es. Sie ruft echt die Babys raus. Ja, Baby Emino, du kannst wie gesagt froh sein, dass man dein Auge wenigstens retten konnte. Das hat aber auch sehr, sehr viel Arbeit gekostet gehabt, dir dein Auge zu retten, Emino. Das war nicht einfach. Das wurde zweimal vom Tierarzt zugenäht, weil das Herpes immer wieder nachgewachsen war. Und was ist mit dir, du kleines Baby? Wo willst du hin? Der will zu Mama. Songül, das kannst du vergessen. Die Babys bleiben im Zimmer. Wir können uns nicht erlauben, dass du jetzt, siehst du? Siehst du, Songül? Siehst du? Du gehst jetzt weg hier. Tschüss, tschüss. Hast gesehen? Was für Hau das bekommen hat, das ist richtig runtergefallen, Songül. Von der blöden bunten, die Zicke. Das arme kleine Baby. Das hat ja richtig Schläge bekommen. Blöde Ziege. Na, Baby. Geht, aber ist nichts passiert, ne? Der hat ja richtig doll bekommen, der ist ja mit Salto runtergeflogen. Und da sieht man Steffi, den Teddy. Was, Emino? Was schimpfst du, Emino? Was? Na, und euch scheint ja das neue Klo richtig zu gefallen. Die sind ja nur im Klo. Und schon mal der arme kleine Neue schaut gerade herum. Was ist das alles? Wo bin ich gelandet? Weißt du überhaupt, wo du gelandet bist, du kleines Baby? Geh mal zu Mama Songül. Hier ist Songül. Nimm das mal auf, bitte. Er faucht Songül an. Ja, Songül?
Ich warte mal. Die ist Hunger. Will gerade gekraut werden. Komm mal wieder hoch, der Kleine. So. Eminov, hör auf, sie im Klo zu hauen. Emino. So, jetzt kommst du raus da. Das kleine Baby versteckt sich vor dir im Klo. Raus, raus, Emino. Komm. Komm raus da. Mit sauber aufs Klo, neues Baby. Geh doch mal aufs Klo, ja. Schau, ein Baby von Songül trinken möchte. Du darfst auch sicherlich dran trinken, neues Baby. Na Petra, unsere Babysitterin. Nee, Teddy, du gehst da nicht raus. So. Emino, was machst du da am Klo? Was soll das? Hast du keinen anderen Spielplatz gefunden? Mal den Kitten noch mal Terramycin. Denn die Augen gefallen mir nicht 100%. Waschen aber vorher natürlich die Hände. Songül, du rufst sie bestimmt nicht raus. Vergiss es. Ja, und von dem kleinen Spatz haben mir die Augen schon nicht gefallen, wo das Baby hier war. Und der Teddy muss auch mal Augentropfen bekommen. Ich meine Augencreme. Aber der ist hier. Komm mal her, Teddy. So. So, Teddy.
und das ist hier der neue. Den habe ich auch in sein krankes Auge, was leider nicht mehr zu retten ist. Na, Song, du brauchst ihn nicht rauszulocken. Vergiss es. Die bleiben hier. Und dass sie so struppelig aussehen, liegt halt auch an der Medizin heute. Ach ja, Emil, du kleiner Schatz, du musst auch noch Creme bekommen. Ihr habt jetzt den neuen im Blickfeld. Emino, ne, du machst hier bestimmt keinen Ballerballer. Geh mal vor die Tür, sonst okay. Und ihr habt gerade den neuen im Bildschirm. Und dann haben die alle nochmal Augencreme bekommen. Der Getigerte bekommt auch, aber der liegt hier hinten. Muss ich mal kurz hier holen. Komm mal her, kleiner Schatz, ganz kurz. Ganz kurz, gib mir mal deine Augen. So. Na, nicht weichern, so. So, dann geh mal wieder auf deinen Schlafplatz, so. Was ist passiert, Katja? Wer hat dich schon wieder verjagt? Wir sind gleich in Kampfposition. Was ist da los? Emino, was ist passiert? Songül, nicht Petra schlagen. Nicht Songül, lass das. Die Petra ist wirklich eine Liebe. Die wird dein Kind niemals was tun. Da gehst du echt auf die Falsche los. Was habt ihr hier angestellt? Nein, alles gut. Trau dich nicht da ins Verstecken, Petra. Ich lass dich zu, dass Songül dich haut, okay? Songül? Lass mal bitte die Petra in Ruhe, okay? Die hat deinem Kitten nichts getan. Das will sie auch niemals tun. Da büge ich für. Okay? Komm, Petra, nicht da in Verstecken, komm. Und hier ist dann das neue Kitten. Und wer ist alles da? Ich mach mal wie die Nacht hier das Fenster zu, denn es kann schon frisch werden. Tagsüber mache ich das auf. Na echt super, dass ich das große Klo gekauft habe. Die waren jetzt so viel auf Klo.
sieht man, wie das Getier doch gerade Kaka macht. Der macht aber sehr viel, was die da macht. Das sieht auch gesund aus. Und das stinkt jetzt hier wie im Hühnerstall. Steffi, du kleines Biest, du warst hier ganz da draußen. Und was ist, wenn dir was passiert wäre? Dein Kacker sah ganz gesund aus, aber du gefällst mir im Allgemeinen nicht. Du bekommst jetzt in der Früh und am Abend Medizin. Ach, und Teddy hat gute Laune. Ja, was ist? Was willst du mir sagen, dass du in meine Nähe gekommen bist? Hm? Du hast hier was vom Klo im Auge, komm mal her. So. Katzenstreu im Auge gehabt. Und du laufst gleich weg. Hast wenigstens richtig zugedeckt, dass es nicht stinkt. Fein hast du das gemacht. Und der Kleine macht auch gleich Balabala. Der Teddy. Ja, der Arme hat nur ein Auge. Und morgen kommt ihr für ein paar Stündchen auf den Balkon oder ein paar Minuten, bis die Putzfrau hier das Zimmer richtig sauber gemacht hat. Denn sie muss hier definitiv morgen rein. Bis jetzt habe ich es immer einigermaßen sauber gehalten, aber die Putzfrau muss dann morgen auch hier rein. Und eine richtige Grundreinigung hier im Zimmer machen. Dann habt ihr noch was für die Nacht? Trockenfutter, Wasser, Betten, Mama und die anderen eine Pflegemama. Habt ihr noch einen kleinen Stiefbruder bekommen und es scheint ja alles gut zu laufen bis jetzt. Die Mama hat nichts dagegen. Und die ganzen Kitten haben auch die Medizin bekommen. Ich habe das jetzt allen gegeben. Die haben ja etwas gegen Schnupfen bekommen, was ich aus der Apotheke geholt habe. Ich habe das nicht nur den Zweien gegeben, ich habe das allen gegeben, weil die leben ja hier zusammen. Jetzt haben die heute Medizin gegen Pilz bekommen, gegen Schnupfen, eben noch was in die Augen. Also eigentlich sind die auch alle in der Behandlung. Aber solange die gut fressen, ist ja auch alles gut. Das andere kann man halt behandeln. Aber da steckt auch, wie gesagt, viel Arbeit drin. Die waren alle beim Tierarzt heute. Emino! Emino! Lass das! Jetzt haben sie auch alle Augenmedizin bekommen, wie gesagt, etwas gegen das Schnupfen. Und heute alle nochmal beim Tierarzt gewesen.
Das ist schon viel Arbeit mit denen. Hauptsache, die werden gesund, Hauptsache, die werden groß, Hauptsache, die überleben. Das ist das Einzige, was ich will. Und dann ist schon wieder jemand auf Klo. Also wirklich gut, dass ich das große Klo gekauft habe. Na, Babypirat, hast du keinen Hunger? Ja, und da sieht man, dass schon die, die sich ein bisschen gestärkt haben, auch müde sind. Na, Stefanie muss gleich wieder raus und Ballaballa machen. Und die zwei dort vorm Katzenhaus sind schon alle beide im Land der Träume. Ich habe heute mit dem Arzt keinen Kontakt gehabt, der Pünktchen operieren wollte. Ich habe mit dem anderen Arzt Kontakt gehabt. Und die Pünktchen wird halt behandelt. Und der Tierarzt gibt mir dann Bescheid. Oder ich kann noch morgen mal fragen, was da los ist und wie es das abgelaufen ist. Und aber jetzt ist das nächste auch müde. Ja, die haben auch gerade alle hier getobt und gespielt. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kitten hier. Teddy und Stefanie sind draußen. Und hier ist das neue Kitten. Das neue Kitten ist doch erstmal im Land der Träume. Und da sieht man, dass Petra und Stefanie zusammen spielen und Songül führt irgendwas im Schilde. Songül will, glaube ich, die Babys irgendwo anders hinbringen. Und Teddy, gefällt dir das Röllchen? Ich kann euch auch sowas in euer Zimmer reintun. Ach, Dschungel. Jetzt kommt Emil auch in die Richtung. Stefanie und Petra sind am Spielen. Das ist so eine kleine flinke Katze.
Was hast du gegen das neue Baby? Notfallkitten. Das hat dir gar nichts gemacht. Du bist die ganze Zeit schon am Meckern. Warum fauchst du es an? Was hat es dir getan? Was hat es dir getan, das Baby? Sieh doch mal das Notfallkitten an. Sag mal, was ist los? Was ist los mit dir? Na? Was ist los? Das hat dir doch nichts gemacht. Er ist ganz ruhig am Schlafen. Was soll das hier? Ach mal. Du hörst dich an, wie als wenn du ihn erwürgen willst. Erinner du dich mal, wie es dir ging, wo wir dich gefunden hatten. Du warst fast tot. Ich weiß nicht, warum du. Dir war schon der Magen verdreht, wo wir dich gefunden hatten. Du warst zu 80% tot. Jetzt wirst du auch dem anderen auch weiterhelfen. Was soll das? Genau wie wir bei dir nicht weggucken konnten, können wir bei ihm auch nicht weggucken. Und nun ist das hier das Kinderzimmer, das katzenfreie Zimmer. Hör auf zu schimpfen. Sie hört euch die mal an. Na, Nervensäge, was ist mit deinem Hals? Warum hast du so wenig Fell? Wie hast du dir dein Fell selber gerupft oder was? Sag mal, du hast sogar an deiner Pfote noch Fell. Hast du etwa Flöhe oder was? Nervensäge, du musst so schnell wie möglich wieder zum Tierarzt. Du siehst echt aus wie ein gerupftes Huhn. Huhn. Sie rupft sich selber. Ach, Nervensäge. Ich glaube, der muss ich echt mal mit dem Kescher ran, ey. Jetzt kannst du gut fressen. Du trinkst gut Milch. Aber jetzt rupfst du dir selber das Fell. Sie juckt sich richtig. Schaut euch das mal an. Ach, Nervensäge, lass mich dich doch fangen. Vielleicht hat sie auch echt die Pilzkrankheit, habe ich gerade in einem Kommentar gelesen. Ich weiß es nicht, ich schaffe es auch nicht, sie zu fangen. Aber irgendwie werde ich das schon schaffen. Das Songül, dein Durchfall ist auch besser geworden, zum Glück. Du hattest auch richtig starken Durchfall gehabt, aber du hättest echt draußen aufs Klo gehen können, Zonge, und nicht hierhin. Ich glaube, ich muss hier heute Nacht nochmal das Katzenklo sauber machen. Zonge. Kaum hat man das vor Tierarzt erwähnt, ist die Nervensäge gleich abgehauen. Schaut mal. Puh,
das stinkt jetzt hier im Zimmer, Songülle. Du hättest echt rausgehen können. Komm, Teddy, komm jetzt rein, los. Komm jetzt rein, komm. Komm ins Zimmer rein, komm. Komm, Teddy, komm. Und du hör doch mal bitte auf, den Neuen anzustinkern. Der hat dir nichts getan. Der ist ganz ruhig dort am Schlafen. Und was ist hier schon wieder los? Na, schau mal an, wer hier alles ist. Toni, Pepe, Paul. Und was ist alles noch gekommen? Elif ist da. Erstgeborener, Pelle, Thomas. Habt ihr alle so viel gespielt, dass ihr nach Hause gekommen seid oder was? Schaut euch mal hier. Baby Emino ist da oben. Abby, die Zicke, hält das Futter in der Tüte fest und will keinem was abgeben. Ihr habt so viel Futter bekommen und du bist am Miauen. Und was ist das? Ist das kein Futter da drin oder was? Iss das mal auf, ich füll's dir dann auf. Bunte! Hör auf! Peanut ist da. Jetzt hör doch mal auf, mit dem Kleinen zu schimpfen. Was hast du gegen ihn? Und jetzt kommt sich Teddy auch wieder stärken. Emil ist da. Pirat Junior ist da drin. Da sind zwei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Stefanie fehlt noch. Steffi, komm. Komm hier hoch jetzt. Komm ins Zimmer rein. Komm. Elif, was ist mit dir? Stefanie. Mit wem spielst du? Alleine. Nee, Petra ist auch hier.
Ja, Petra. Und Elif ist auch hier. Und willst du zu den Babys? Was ist Fistik? Wo kommst du denn her? Hm? Was ist Fistik? Ach, du wirst gekraut werden, Zongel. Was ist Fistik? Was ist? Na, seht euch mal hier. Die Stefanie an. Was ist Songül? Und hier, der Teddy hat auch seinen eigenen Platz da oben. Und da sieht man, dass nur der Emil noch aktiv ist hier. Die anderen sind K.O. getobt. Nur, du hast noch genug Akku, ne? Steffi, du musst dich zwischendurch nur ein bisschen stärken, ne? Stefan ist schon wieder auf Achse. Teddy ist auch Schluss. Sein Akku ist auch leer. Ja, Steffi, dann komm mal hier rein. Und wir gehen noch mal ein bisschen vor die Haustür. Komm. Gell, Cousin? Gell? Komm. Komm her, Stefanie, komm. Geh mal jetzt rein. So. Bleib mal jetzt da dran, okay? Ich habe kein gutes, also kein ruhiges Gewissen, wenn ich rausgehe und du bist halt. Du bist eine richtige Zicke geworden. Das geht ja gar nicht. Aber jetzt sind die ganzen Nachtkatzen da. Alle Töchter von der Nervensäge. Und ich leg dir mal kurz hier Futter und Milch und dann geht's weiter. So, Eddie, dann gib mal das Futter bitte her. Und wo haben wir jetzt den Löffel hingetan? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr jetzt hier nochmal eine Portion Futter. Dann sind einige
bisschen spät gekommen. Wie zum Beispiel Erstgeborener, Peanut. Oder wie gesagt, die ganzen Scheunenkitten. Ja, und wenn ich da denke, die haben alle schon Futter gehabt und die wollen schon wieder Futter. Da geht schon viel Feuchtfutter weg bei so vielen Katzen täglich. Hier auf die Seite. Komm, Emino, komm. Kommen wir auch hier hin. Thomas. Das war nämlich Junior-Futter. Hier noch mal was bekommen. Jetzt haben wir die Kitten und jetzt draußen ist die Nervensäge. Ja, Nervensäge, alles gut, alles gut. Komm mal her, mein Schatz, komm mal her, so. Komm mal her, komm. Zeig mal den Leuten, wie gut du fressen kannst, okay? So. Da, Nervensäge. Ich sage ihr, es ist schon so lange her, dass sie ihre Spritze hatte, aber sie kann einwandfrei fressen. Ne? Ich bin schon erstaunt. Erstgeborener ist hier. Elif ist da. Na Jutta, was macht ihr hier? Das ist Poldi. Seht ihr das? Wo ist das? Der kleine Schwarze. Ich glaube, das ist Poldi.
das ist der kleine Schwarze. Schaut mal, und wegen sowas hier habe ich Krieg in der Siedlung. Seht ihr das? Das ist vom Hund, das ist nicht von einer Katze und es riecht hier gerade echt nicht gut. Und damit beschuldigen sie dann die Katzen. Aber das ist von so einem kleinen Hund da drüben, ne? So, hier die Songül schnuppert da auch dran. Wegen sowas habe ich letztens gekriegt gehabt hier in der Siedlung, weil die Katzen angeblich irgendwo die Gärten machen. Und ich sag, dass die Katzen, was sie machen, einbuddeln. Aber das versuche mal hier den Leuten zu erklären. Und zu mir kam der Gärtner, mit dem ich ein gutes Verhältnis hatte, der mich auf dem Laufenden hält, was alles in der Siedlung passiert. Und er meinte, dass ich hier Pünktchen geprügelt hatte, hier, genau an dieser Stelle. Und dass sie hier runtergefallen ist, meint er. Genau hier, und sie dadurch halt den Bruch hat. Also das sind jetzt hier gute 3 bis 4 Meter. Und er meinte, sie hat mit einer schwarzen Katze gekämpft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das glauben soll, ob sie da irgendwie etwas vertuschen wollen, weil ich da richtig Druck mache und viel Ärger mache in der Siedlung und ich herausfinden will, wer sie getreten hat. Und dann ist er zu mir gekommen und er meinte, dass sie hier runtergefallen ist, während sie sich hier geprügelt hatte. Und ich weiß nicht, ob hier von 3 bis 4 Metern sich eine Katze so verletzen kann. Da unten, wenn sie da runterfällt, diese 3 bis 4 Meter. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Er meinte, dies hier hat sie sich richtig gekloppt mit einer schwarzen Katze und da ist sie runtergefallen und deswegen hat sie sich ihre Hinterpfote gebrochen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Er meint, es gibt keine richtigen Tierfeinde hier in der Siedlung zurzeit. Diese älteren Damen, so wie die blöde Schabracke oder Fatima Taser, die können auch nur hier reden. Er sagt, es ist gerade keiner in der Siedlung, jemanden, der einem Tier was antun würde. Und das andere Personal ist ja auch eigentlich ganz tierlieb. Und die meinten, dass sie der, wenn jemand hier eine Katze tretet, dass sie den in der Siedlung auch nicht haben wollen. Und was ich mittlerweile bei Iris und Leon auch mittlerweile denke, also es kann nicht sein, dass sie einfach verschwunden sind. Nicht diese Katzen, das ist ja sowas wie Jutta oder sowas. Ich glaube mittlerweile eher daran, dass sie hier geklaut wurden, aber das ist auch eher nicht der Fall, dass hier jemand eine Katze von der Siedlung klaut. Mittlerweile glaube ich echt, dass denen hier in der Siedlung was passiert ist. Dass ich hier jetzt mal vom Schlimmsten aus, ich bin ganz offen, was ich denke. Ich denke, die hat hier jemand sicherlich überfahren. Und dann halt schnell
entsorgt, sag ich mal so ganz offen, was ich denke. Denn es kann nicht sein, dass ein Tier auf einmal weg ist. Wenn es hier in einem Haus drin wäre, wir haben tagelang gesucht. Wir hätten das gesehen, wir hätten das gehört. Aber das Tier ist spurlos verschwunden, die beiden Tiere. Und ich habe auch manchmal, wenn ich hier in die Siedlung komme, Probleme, dass die Katzen vors Auto springen, wenn sobald sie mein Auto hören. Aber ich weiß ja, dass da eine Katze kommt, aber das weiß nicht jeder. Und deswegen ist es mittlerweile auch ein Gedanke, der mir durch den Kopf geht, ehrlich gesagt, ne? Dass hier dem sowas passiert ist, dass jemand sich hier überfahren hat und sie einfach schnell entsorgt hat. Nicht, dass hier was auftaucht oder so. Das ist, was ich denke, ehrlich gesagt. Vielleicht steckt auch jemand ganz anders dahinter und dass die Katzen auch mal verschwunden sind. Na, ich weiß es auch nicht. So, dass die Iris auf einmal verschwunden ist, ist für mich auch ein riesengroßes Rätsel. Na, Lady Di. Psst, 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 psst. Ach, Stiefkind, du bist ja auch hier. Na, komm, Kind, lass, wir gehen zurück. Na, Nervensäge. Mein Stiefkitten. Ja, Pepe, du kannst ruhig kommen und uns deine Kitten zeigen. Die Nervensäge juckt und juckt sich selber. Und was ist da unten? Das ein Igel oder was? Was ist das für ein Geräusch? Ach ja, das ist ein süßer Igel da unten. Jetzt sehe ich es. Ich dachte, das krabbelt da unten herum. Ein kleiner süßer Igel. Ja, Pepe, wo gehst du hin?
Eine scheue Mama hat uns schon ihr Kind gebracht. Und dann geht Pepe. Da weiß, wo sie ihr Kind hinbringt. Pepe. Deine Kitten finden wir schon. Schau mal, sie hat sie wieder hier irgendwo. Seht ihr das? Wir haben zu viele Katzen dabei. Gelemino! Gelemino, kommt! Schau mal hier. Die ganzen Katzen. Komm, wir gehen zurück. Kommt! Kommt! Und ich habe heute die Prinzessin noch nicht gesehen. Aber wir kommen sicherlich in der nächsten Zeit. Na, Emino, jetzt kommst du wieder zurück. Geh, Emino! Na, Emino, das gefällt mir nicht, dass du nicht mitkommst. Mein Hund, die Nervensäge ist echt nur sich am Jucken, nur am Knabbern. Was mag die wohl haben? Emino! Gelimino! Gelimino! Gelimino, gel! 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 Komm, Emino, komm! Wir gehen wieder hoch, komm! Na Jutta, Geremino. Emino, Geremino, was macht dich da so neugierig? Gel. Gel Emino, gel. Na los, komm. Gel Emino, gel. Wenn Emino kommt, ich hätte mal ein ruhiges Gewissen. Gel.
Kelalif. 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 Na komm, wir gehen mal weiter, die kommen bestimmt schon. Ja, und ich würde schon gern wissen, wo der Poldi sich versteckt. Der ist auf jeden Fall hier irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Und wenn die anderen nicht mitkommen, dann können wir auch kurz hier oben hingehen. Mal schauen, ob die Prinzessin da ist. Gelimino, geh, wir gehen die Prinzessin suchen, komm. Wir gehen zusammen sie suchen, komm. Die anderen wollen nicht mitkommen. Peanut, bist du das? Gelemino, Gelemino. Gelemino, gel. Bist du schon erschöpft oder was? Hör mir nur, schrei nicht, ich hab dich gerufen. Schrei nicht wie so ein Kind. Komm. Komm. Ja, komm. Ich sag doch nicht, du darfst nicht mitkommen. Komm mit. Weil ich glaube, ich habe schon die Prinzessin gesehen. Kasim? Nepim Kasim. Nepim oder Kasim. Nepim Kasim. Gel, 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 Prinzessin, gel. Ne, für meinem Kasim, jetzt habe ich dich seit gestern nicht mehr gesehen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Kasim. Corinna, du bist ja auch hier. Kasim? Ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht. Kommt, komm, wir gehen in die Richtung. Kommt. Wir gehen nach unten und sammeln die anderen ein. Komm. Gell, Prinzessin, gell, Kasim. Gell. Gell, warum traust du dich nicht nach Hause? Komm. Gell, Kasim. Pss, 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 gell. Ja, die gell, doch, die ist gleich sofort zu mir gelaufen. Habt ihr das gesehen? Gell, Prinzessin, gell. Gell, Kuzim, gell. Hadi, gell. Hadi, gell. Hadi, gell, Kuzim, gell. Hadi, gell, hadi, gell. Hadi, gell, komm. Bist du Toni oder bist du Drache? Ja, du bist der Toni. Der hat hier sein eigenes Bett. Gell, Prinzessin, gell, ich gebe dir Feuchtfutter. Komm. Komm, wir gehen nach Hause, mein Schatz. Komm. Wie du dich freut, das kleine arme Schatz. Und wenn man sie so sieht, wie sie rumläuft, da denkt man echt. Sie hat Sehkraft, aber sie hat keine Sehkraft. Emino, und der Emino flitzt und war gerade sauer, weil wir
ihn zurückgelassen haben, aber er wollte ja nicht mitkommen. Der war im Duscher. Guillermino! Guillermino! Komm, Prinzessin, komm. Du hast noch kein Futter bekommen. Komm. Guillermino! Na, Peppa. Emino? Gelemino! Komm, Emino, was schreist du da so hinten herum? Komm. So, komm. Alles gut. So, komm, Prinzessin, komm du auch, komm. Komm, Prinzessin, komm. Gell, Grissim, gell. Songül? Bist du das da vorne, Songül? Das ist die Petra. Dann haben wir doch noch die Katzen eingesammelt. Na, Elif? Songül, du willst dein Kitten, ne? Komm. Gell, Songül, gell, gell. Du willst dein Kitten, das weiß ich doch. Und ich denke, sogar die Stefanie ist jetzt platt. Ja, die ist auch platt. Schaut mal da oben. Und hier ist unser neues Notfallkitten. Der ist natürlich neugierig. Und der weiß noch nicht, wo der gelandet ist. So, jetzt ist die Mama da. Jetzt ist die Mama da, Kinders. So, jetzt ist Ruhe. Hermina? Wo ist die Prinzessin? Wo ist die Prinzessin? Hä?
Und Katja, vor wem versteckst du dich schon wieder? Prinzessin? Ich gebe dir jetzt Futter, okay? Okay, mein Schatz. Komm, Prinzessin, unten im Schlafzimmer ist genug Feuchtfutter da. Gell, Kasim? Gell. Komm runter ins Schlafzimmer. Komm. Gell, Prinz. Gell, Prinzessin, gell. Nein, nicht hochgehen. Komm. Komm, hier lang. Komm. Und bunte Mama, wo versteckt sich dein Baby? Ich habe heute Morgen einen Schrecken bekommen, wo ich es nicht gesehen hatte. Schau mal, da ist es nicht, da ist es nicht. Ich habe es nirgendwo gefunden gehabt. Und dann habe ich gewartet. Und nach 5 Minuten wo versteckst du dein Baby? Ich finde es echt nicht, ohne Spaß. Das ist spurlos verschwunden. Und wenn die Mama gleich einmal gur, 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 gur so ruft irgendwie, dann taucht es gleich auf. Ich glaube, das versteckt sich hier irgendwie in dem Teppich drin oder so. Aber hier ist es auch nicht. Das versteckt sich da unten bestimmt. Zwischen Decke und Käfig. Wo ist dein süßes Baby? Bunte Mama. Wo? Ich tue deinem Baby nichts. Mach dir keine Sorgen. Wisst ihr was? Der Buckel, was hier übersteht, das ist bestimmt das Baby dazwischen. Was versteckt sich da drinnen? Genau da. Wo soll es denn sonst sein? Schau mal, das ist es bestimmt, aber es hat sich so versteckt, so geschützt. Hier dieser Buckel, dahinter ist es sicherlich. Und die Mama passte drauf auf wie eine Löwin. Ich mache mir halt nur Angst wegen den ganzen fremden Katern, die hierher kommen. Ne? So, das ist Poldi, das ist Poldi. Schaut mal, seht ihr das? Das war Poldi, habt ihr das gesehen? Das war Poldi. Das habe ich am Laufen erkannt. Das war Poldi. Poldi, was machst du hier unten? Und ja mal. Die blöde Schabracke hat sich hier ganz gemütlich gemacht unten. Jetzt haben wir wirklich noch den Poldi gesehen. Hier am Abend. Aber ich habe gesehen, wie scheu der ist. Ich hoffe echt, der bekommt keinen Rückfall mehr. Das ist das Einzige, was ich will.
mal, diese Delle da. Müsste hier Pebis sein. Ja, der Poldi kann bei solchen Plätzen gut laufen, aber der hat halt kein Gleichgewicht. Dann hätte ich gesehen, dass der auch gehumpelt hat. Der okay, bunte Mama. Du zeigst uns dein Baby nicht. Aber ich bin. Ja, schau mal, jetzt wird sie sauer. Die weiß, dass es da ist, diese Delle. Naja, dann lassen wir dich mal in Ruhe. Elif, weg mit dir. Ach, Emilo. Die Prinzessin, siehst du, Prinzessin, hier ist genug Feuchtfutter drin. In den Näpfen. Ja, Kinders, und morgen ist euer Tag, den ihr gar nicht mögt. Morgen kommt die Putzfrau. Und da bin ich gespannt, was morgen alles kaputt geht zu Hause. Ne? Ich hoffe nur, die Katzenklos gehen nicht sauber, die gehen nicht kaputt. Denn jede Woche geht ja mal was kaputt. Ja, und wenn man dann eine Wohnung hat mit 60 Katzen, dann kommen auch nicht jede hier putzen. Da müssen wir halt schauen, was die Putzfrau dann morgen kaputt macht, ne? Ich werde euch auf jeden Fall informieren. Nicht wahr, Baby Amino? Und deine Mutter? Die Elif. Ja, Petra, Heidi, Emino, Katja. Das sind alles. Außer immer nur schon kastrierte Katzen. Die Prinzessin. Dann leg dich schlafen hier, okay? Schau mal, die anderen sind auch jetzt alle müde. Die Petra hat hier noch getobt. Ja, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Das neue Notfallkitten ist bei Songül und den anderen Kitten im Zimmer. Und die Kitten waren heute beim Tierarzt gegen Pilz. Die haben etwas gegen Schnupfen bekommen. Die haben Augencreme bekommen. Die haben Futter bekommen. Die haben ein neues Katzenklo bekommen. Also die Katzen, die Kitten bekommen schon alles, was sie benötigen. Und ich tue auch alles dafür, dass es denen gut geht. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber ich glaube, jetzt höre ich das Baby hier draußen. Warte mal ganz kurz. Nee, das ist nicht ihr Baby. Das kommt vom anderen Zimmer. Ja, und dann hoffe ich. Das Video hat euch gefallen. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.